Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo von meiner Seite aus. Mein Name ist Bayernki und ihr seht, ich bin wieder da, ich lebe aus dem Urlaub. Hab mich heute nochmal ausgeruht, es ist nämlich Samstag und dieses Infovideo werdet ihr am Sonntag hören. Folgendes, ihr bekommt wieder am Montag euren regulären Partverlauf. Ich bin froh, dass irgendwie die drei Parts trotzdem hochgeladen gekommen sind, gut. Das heißt, ihr kriegt am Montag wieder ein Part Mario und Luigi, am Dienstag Metroid Zero Mission, Mittwoch wieder Mario, Donnerstag Metroid Zero Mission und am Freitag Mario. Und dann bekommt ihr zwei Wochenendprojekte wieder, also zwei Parts meines Wochenendprojektes. Ja. Und dann schauen wir mal, was für neue Projekte in Sicht sind. Ich denke mal, Wochenendprojekt endet Anfang April. Das heißt, ihr bekommt ab den 6. ein neues Wochenendprojekt. Da habe ich mir schon eins überlegt. Das wird natürlich Donkey Kong Country 1 sein. Das allererste. Und das wird dann ein 20-Minuten-Part sein. Das wird nur so 10 Parts, denke ich mal, wenn ich das gut spiele. Aber zu 100%. Ja, 101%, genau. dann kommt am 8., wenn es so gut läuft mit Mario und Luigi, das erste Konsolen-Let's Play. Ja, ich habe mir folgendes überlegt, das wird ein Konsolen-Let's Play auf jeden Fall kommen. Das wird sein sehr interessant für mich und ich habe mir überlegt, darüber eine Challenge zu machen, aber ich glaube, diese Challenge würde ich nie packen. Also, ihr könnt euch vorstellen, es gibt ein Spiel, was gerade in den Gerüchen ist mit der Wii U und davon spiele ich einen Vorgänger. Der wird lustig. Ich weiß, dass ich im Privat schon durch habe und das ist ziemlich hart gewesen, aber den hatte ich zu 100%, weil ich mich sehr stark konzentriert habe. Und ihr werdet, glaube ich, auch Anfang April eine neue Tonqualität von mir hören, denn da spare ich jetzt für einen T-Bone SC440, einen Podcast. Großmembran-Mikrofon, USB. Für den bin ich am Sparen und den stelle ich mir dann sehr gut hier hin und dann haben wir eine neue Qualität. Dann gibt es auch bald ein paar neue Let's Plays, auch voll neuer Qualität. Und ich habe mir überlegt, Metroid Zero Mission komplett hochzuladen, bis ich Pokémon wirklich geschafft habe und dazwischen sind Ferien, dafür kann ich dann das in den Ferien schaffen. Wenn ich das dann schaffe, in den Ferien diesen Spielstand wieder hinzubekommen, dann fangen wir wieder an mit, natürlich mit Pokémon die schwarze Edition. Da kann ich, denke ich mal, mit 1. April rechnen, so in dem Dreh, weil da habe ich auch Ferien. Und sonst könnte man wirklich so langsam mit Konsolen-Let's Plays beginnen. Ich habe zwei im Kopf, die man nach den beiden anderen Spielen Let's Playt. Ich denke mal, chronologisch gesehen, denke ich mal, dass ich ein Re-Upload beginne, also ein Replay von einem Konsolen-Let's Play. Da habe ich schon eins im Kopf. Das habe ich nicht 100% geschafft. Ich möchte es aber jetzt zu 100% schaffen. Da können sich jetzt einige denken, welches Spiel, und dieses Spiel könnte zu Recht 100% richtig geraten werden, und das sage ich mal so. Davon wird es ein Re-Let's Play geben, und das dafür machen wir das, und sonst, eigentlich ist alles sonst gesagt. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Parts wieder von meiner Seite. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen meiner Parts, meinen älteren Parts. Und meine Projekte. Bis dann und ciao, Leute.